Herzlich willkommen zum nächsten Video aus dem Videozyklus zum Arbeitsblatt zu den Summensätzen für die Winkelfunktionen. Im letzten Video haben wir uns angeschaut, dass man nicht von einer Summe von Winkeln, davon die eine Winkelfunktion genommen, also Sinus von Alpha plus Beta zum Beispiel, dass es nicht dasselbe ist wie die Summe der Winkelfunktionen der einzelnen Winkel, also zum Beispiel Sinus Alpha plus Sinus Beta. Also im Allgemeinen ist es verschieden. Dieses Wissen brauchst du für dieses Video jetzt. Deine Ziele für dieses Video sind einerseits die Summensätze kennenlernen. Ich habe ja versprochen letztens, dass es da trotzdem eine Gesetzmäßigkeit gibt. Und diese frisch kennengelernten Summensätze wollen wir dann gleich verwenden, um daraus die Doppelwinkelfunktionen herzuleiten. Schauen wir uns das Kasserl an. Rechts oben siehst du eine Eule. Diese Eule ist immer ein Symbol dafür, dass man etwas einfach wissen oder lernen muss. Das heißt, hier sind einfach die Summensätze, die heißen auch Additionstheoreme für die Winkelfunktionen. Und die fallen jetzt irgendwie vom Himmel. Ja, also die gelten. Warum gelten die? Wenn dich das mehr interessiert, kann ich dich beruhigen. Ganz am Ende von diesem Arbeitsblatt, da werden wir die herleiten. Zumindest das Additionstheorem für den Sinus. Na gut, aber sie gelten, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und wir wollen die verwenden, um das nächste Kasserl zu bearbeiten. Das schaut so aus. Das heißt, wir haben hier diese Doppelwinkelfunktionen. Und man sieht schon, bei der ersten Frage hilft einem das Arbeitsblatt ein bisschen, weil da steht Sinus von 2 Alpha und wir wissen, man kann den Winkel 2 Alpha oder 2 mal Alpha, kann man auch schreiben Alpha plus Alpha, ja, so wie 2 mal 3 kann ich auch schreiben als 3 plus 3, ja, das ist alles 6. Genau, und jetzt soll man die Doppelwinkelfunktionen herleiten, indem man diese Additionstheoreme, die ich euch gerade gezeigt habe, verwendet. Na gut, hier sind sie nochmal zum Mitschauen. Aber sie sind auch am Arbeitsblatt einfach ein Kasserl weiter oben. Ich gebe dir wieder für diesen Arbeitsauftrag 3 Sekunden Zeit. Nicht damit du es in 3 Sekunden machst, sondern damit du es passieren kannst. Okay? Und danach zeige ich dir, wie es ich gemacht hätte. Na gut, fangen wir an. Der erste Trick ist zu sehen, dass Alpha und Beta gleich sind. Also wenn ich in den bei den Additionstheoremen nachschaut, da habe ich ja Alpha und Beta und hier habe ich aber nur Alpha und Alpha. Das heißt, überall wo ein Beta steht, setze ich einfach auch ein Alpha an. Und dann ist es eigentlich fast nur noch eine Abschreibübung. Ich habe hier Sinus von Alpha mal Cosinus von Alpha und dieses zweite Alpha hier, das ist jetzt eigentlich das Beta in der Formel. Plus Cosinus von Alpha mal Sinus von Alpha. Und dieses Sinus von Alpha, dieses Alpha in diesem Sinus, ist jetzt das, was in der Formel das Beta ist. Und jetzt sehen wir, auch wenn das Sinus und Cosinus umgedreht sind, also in der Multiplikation, da kann ich die Reihenfolge vertauschen. Das heißt, ich kann das ist zweimal genau das gleiche. Das heißt, ich kann das einfach als einmal zweimal Sinus von Alpha mal Cosinus von Alpha schreiben. Und ich sollte hier vermutlich Klammern setzen. Das macht man nicht immer. Aber in der Schule macht man es, glaube ich, doch meistens. Dieselbe Sache für den Cosinus. Cosinus von 2 mal Alpha ist gleich der Cosinus, nicht der Sinus, von Alpha plus Alpha. Und jetzt schaue ich wieder in der Formel nach und schreibe einfach ab. Ich habe hier Cosinus von Alpha mal Cosinus von Alpha. Ja, also dieses Beta ist ja auch ein Alpha. Minus Sinus von Alpha mal Sinus von Alpha. Naja, Cosinus von Alpha mal Cosinus von Alpha, das ist ja das Cosinus Alpha Quadrat. Und bei den Winkelfunktionen schreibt man die Quadrate oft vor die Klammer.
oder vor das Argument. Das kennt ihr vielleicht vom Taschenrechner mit dem hoch minus 1. Und naja, minus Sinus Alpha mal Sinus Alpha, das ist Sinus Quadrat Alpha, also eigentlich ist es Sinus von Alpha zum Quadrat, aber man schreibt das oft so. Okay? Ja, ist auch eine recht angenehme Formel. Und die gleiche Sache für den Tangens. Ich schreibe das wieder als Tangens von Alpha plus Alpha und setze in diese Formel hier unten ein. Das ist dann, ich mache einen großen Bruchstrich, Tangens von Alpha plus Tangens von Alpha dividiert durch 1 minus Tangens von Alpha mal Tangens von Alpha. Okay? Und das kann ich wieder vereinfachen. Da steht Tangens von Alpha plus Tangens von Alpha oben im Bruchstrich, also im Bruch, über dem Bruchstrich. Das heißt, das ist einfach 2 mal Tangens von Alpha. Und hier unten habe ich jetzt 1 minus Tangens von Alpha mal Tangens von Alpha. Und Tangens von Alpha mal Tangens von Alpha, das ist Tangens von Alpha Quadrat. Und wieder schreibe ich das Quadrat vor das Argument. Und habe diese Formel hier. Hier sind mal. Also, vielleicht nochmal zur Wiederholung. Sinus Quadrat von Alpha ist dasselbe wie Sinus von Alpha und das Ganze zum Quadrat, ja. Also das ist wirklich nur eine schnellere Schreibweise, damit man nicht diese großen Klammern machen muss und damit wirklich klar ist, aha, diese eine Klammer ist, weil es ein Argument ist und die anderen, hier links, ich könnte ja hier auch irgendwie die Klammer weglassen, aber dann ist nicht klar, quadriere ich das Alpha noch, ja oder nein. Und wie ich auch schon gesagt habe, ist, wenn ich die Klammern weglasse, dann habe ich Sinus Alpha Quadrat, dann ist es nicht ganz klar, ob das Sinus mit Quadrat gehört oder ob es das Sinus ist von Alpha Quadrat. Und deswegen hat sich einfach eingebürgert, dass man das Quadrat vorne hinschreibt. Wie gesagt, hat keine tiefere mathematische Bedeutung, ist einfach üblich. Und der Vollständigkeit halber schreibe ich noch Cosinus Alpha hin, was das bedeutet, und Tangens Quadrat Alpha ist ja auch vorgekommen. Das ist Tangens von Alpha zum Quadrat. Sehr cool. Im nächsten Video werden wir eine Vermutung aufstellen und diese dann mit diesen Additionstheoremen beweisen. Ich freue mich. Bis dann. Ciao.